Herzlich willkommen bei Amantrei Real Life RPG. Heute bin ich auf der Insel in Begleitung von Leonard Hofstetter unterwegs. Wir haben uns beide einen LKW gemietet und was geschah, als wir im Holzhandel ankommen, siehst du jetzt. Ah, da passt man nicht rein, schade. Nein, ich komme nicht mehr raus. Oh, das sieht ganz gefährlich aus. Egal. Ja, müssen wir gleich, wenn wir verkauft haben, mal gucken, ob wir den rauskriegen. Oh, der Preis ist noch weiter gefallen. Der war am Anfang beim fast den Doppelten. Da haben wir wieder gemacht. Ah, 51.000, ne? Okay, ich gehe raus und du darfst ihn schieben. Ah, schieben. Der ist komplett rot. Oh, auf Fuel rot? Ja, aber es läuft nicht aus. Okay, RC rufen, oder? Aber wir können einfach wir machen einfach selbst ganz wieder. Wo können wir den reparieren hier? Musst du drauf gucken. Hier, ich habe die Wanne schon mal. Hier habe ich einmal ein gelbes Reifen entfernen. Hier auch. Ja. Wunderschönen guten Tag. Schönen guten Tag, der Rettungsdienst. Was ist passiert? Was ist guten los? Tag, das ist der Herr Herrera. Ich bin ein Hofstädter, der hat einen Reifen gegen Brustkorb bekommen. Wie heißt der? Herr Herrera, Oskar Herrera. Ach so. Wundversorgung soweit begonnen. Ich habe kein A-Problem festgestellt, daher aber ein B-Problem. Herzdruckmassage begonnen mit Mund-zu-Mund-Beatmung. Alles klar. So, würden Sie da übernehmen oder soll ich noch ein bisschen weiter mit der Wiederbelebung beginnen? Ja, ist gut, dankeschön. Wir hängen mal 1000 an. Du mach das, ich mach schon EKG. Menge Blut verloren hat er. Du auch. Gamma-Flimmer, mach schon. Jo. Hast du einmal eine Wund-Wund-Wund-Versorgung? Ja, kann ich machen. Yeah. Kommen sie wieder kriegen. So. Also die kriegen wir wieder, machen sie sich da keine Gedanken. Ja, ich hab da euer Vertrauen, nur ob das mit dem einen Schock da reicht, das ist halt, wissen sie? Kann man flimmern, denke ich, das ist ein DF4 relativ gut. NDF1 von RTW2 kommen. Wir brauchen einmal eine Medikamentenfreigabe, Patient bewusstlos, Kochsalz hängt, Blutdruck bei 87, 58, kein Puls vorhanden, EKG normale Herzfunktion kommen. Ja, einmal weiter HW machen. So, mach ich. Oh, wunderschön. Bist der wieder? Mein Knie stimmt der weg. Kontrolle 4, Puls bei 25, Patient bei Bewusstsein, Kochsalz hängt weiterhin, kommen. Mensch, was ist hier passiert? Wie soll ich dir erklären? Du hast den Reifen ein bisschen geküsst. Den du rumgetragen hast. So verstanden, ein Epinephrin frei, falls Puls unter 60 weiterhin, ein zweites Epinephrin frei, Abstand 30 Sekunden. Jetzt wird zu Ende. So. Ja. Dann gebe ich dir die Ehre. Herr Nopal, oh. Helfer. Alter, schon mal kurz pieksen. Okay. Ist aber eigentlich. Und ups. Dann checken wir mal gerade die Vitalwerte. Ja, das Puls bei 46, Blutdruck 108, 72. Und der checkt sich trotzdem nochmal noch selbst, weißt du? Und noch ein Peak. So. Zack. So, der Herr, die Vitalwerte sind nicht mal schlecht aus. Haben Sie noch irgendwelche Schmerzen oder Beschwerden oder sonst irgendwas? Irgendwelche Probleme mit den Farben oder sonst was? Ich bin gerade ein bisschen überfordert, aber ich glaub's soweit. Also gut, haben Sie irgendwelche Beschwerden? Nein. Gut. Sehen Sie die Farben gestochen scharf oder eher gräulich verschwommen? Nee, ich glaube, so scharf waren sie noch nie. Gut. Klingt schon mal gut. Jetzt wird die aber mal nicht größenwahnsinnig.
Blutnahmen und abschließendes EKG. Plus bei 70, Blutdruck bei 117, 78, gut. Wenn Sie keine Beschwerden mehr haben, dann würden wir Ihnen schnell helfen, aufzustehen. Okay. Ja? Ja, pass auf. Ups. So, und hoch. Hey, du musst deine Boden noch putzen, da ist noch dein Blut. Alter, macht nichts, so macht der Regen schon. Jo. Der Regen kommt bald vorbei und dann ist das Zeug weg. Ach ja. So gut. Wenn man da drauf pinkelt, ist auch weg. Ja, kannst du machen, wenn wir weg sind. Ja, ja. So. Ja, vielen Dank dir, Herrn. Also, ja, wir haben RTW 1 einmal umsatteln, auch wenn RTH den letzten Dispatch fliegen. Wir wünschen Ihnen in dem Fall noch einen schönen Tag, ne? Und seien Sie vorsichtig, fahren mit dem Autoreifen, das sind Gefälle. Ja, das also, müssen Sie ihm sagen mit dem Autoreifen. Oh, ja, wiedersehen. Gute Fahrt noch und tschö. Hallo. Ja, tschüss. Tschüss. So. Jetzt ja. Lass den liegen. Ja. Geil gemacht. Ja. Wunderschön. Guten Tag. Wir und ich, wir sind hier mit unserem Ford Focus und wir haben... Welchen Ford Focus, der da vorne vor der Hecke steht? Nee, die parken da drüben. Die beiden, die da hinten sind. Ich bin nicht unterwegs, eigentlich darf ich gleich beim Akku sein. Wir haben da ein Problem mit unseren Reifen, Motor, der funktioniert nicht mehr so gut. Okay, dann fahren wir mit den Tor 5 und 6. Lass schnell weg hier, das sind so viele. Das geht nicht. Nein, das ist... Wieso raucht es da gedacht? Egal, ich verziehe mich jetzt als Akku und... nicht fahren kann, weil die Schrittgeschwindigkeit wieder nicht einhält. Guten Tag. Der Kollege da drüben ist mir gerade ein bisschen drauf gefahren und mein Auto kommt leider nicht ein bisschen in die Garage rein. Hab's gerade explodiert? Nee, explodieren tut's nicht. Nee, oder? Nee, explodieren tut das nicht. Außer nee. Es fällt aus irgendwie. Ich meine die Cops da vorne. So, da. Oh, ach so. Nee, die sind nicht explodiert. Dass sie mir nach. Da vorne raucht es. Yippie. Ja, das meine ich ja. Ja, ich fahr mal hin. Hast du nur mit deinem Auto gemacht? Ja, der Kollege hier ist mir ein bisschen draufgefahren. Wie kannst du schieben? Oh, ich weiß nicht, ob man das schieben sollte. Vor allem nicht, wenn der andere vorne dran sitzt. Ich bin hier nicht draufgefahren. Oh, oh, bei mir sah das. Meine Dashcam-Seite sieht ein bisschen anders aus. Vielleicht, Nee, ich hab sie nicht berührt, da bin ich mir 100% sicher. Die sind da hinten gegen gefahren. Ja, ja. Motor wieder ankriegst. Ja, aber da ging noch alles. Das war vielleicht ein Problem mit der Verbindung zu Gott da oben. Ja, aber ich habe ja auch eine Dashcam im Laufen. Naja, ich glaube ihm ja. Okay. Ich glaube, das war ein Problem mit Gott. Das tut mir leid. Probier's mal. Oh, da ist jemand in meinem Auto. Nope, geht nicht. Ja, die Reifen sind zu kaputt. Aber weißt du, was mich gerade gewundert hat? Hi. Ja. Das ist so komische... Das ist so komische, dass der Typ die Rechnung von 18.000 noch was bezahlt hat. Ach, wie sind wir damit weggekommen, ey? Ja, das ist ja Fahrarbeit, ne? Also, die Luft ist umsonst, der Motor kostet $500. Ja, gerne. Rechnung aufstellen oder muss ich das auf die Hand geben? Du kannst mir sagen, was du willst, Alter. So, danke schön. Danke Ihnen vielmals und ich. Helle. Ja. Die Reichsmedizin Autos. Dass die Minix auch nie lernen, diese scheiß Tor da vorne zuzumachen, ne? Ich bin
Ja, die Reichsmedizin. Ach, vielen Dank für die Hilfe. Demix, wenn ihr rein wollt, gell, dort zu machen. Ja. Ich dachte, der GTR-Wort noch raus. Oder die, wie der gefahren ist, der deutsche Jagdpanzer. Das ist so viel, wie der Platz eingenommen hat. Was für so ein kleiner GTR. Ich habe auch so gefahren, bereit. Ich will den Teil weiterfahren. Oh, vielen Dank.